Herzlich willkommen zu... Hallo. Was spielen wir überhaupt gerade? GTA. GTA 5 mit Lukas momentan. Wir hoffen ehrlich gesagt, dass der Sabri endlich mal aufkreuzt. Kannst du vergessen. Nimmst du schon auf? Ja. Egal. Okay. Na super. Jemand, der so redet. Stell dir das mal vor. Der sitzt in dem Auto so. Ja, was machst du denn da? Ja, ja, bald mit Dogkissen. Perfekt. Voll geil. So. Au. Oh. Oh, jetzt bin ich voll heiß. Müssen wir so voll verpitchen. Verpitchen? Was ist denn dies? Ja, was schon, also volle Kanone, die Stimme verstellen irgendwo hin. Bisschen mehr Bass dazu. Oh, das sind Leute, sau geil, die da schießen sich schon mal. Ich steh nur mal auf, wenn ich an Leute vorbeikomme. Ja, schon. Der tut einfach nichts dagegen. Der lässt sich einfach da schießen. Und der hat ein rosas Motorrad. Mein Charakter hat gerade den Mund auf. Okay. Vielleicht wartet er, bis ihm die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, haha. Oder seine Nase ist zu und er kann nicht schnaufen. Ja, stimmt. Das schaut wirklich so aus. Er hat einmal als Mai auf. Geil, so. Ich bin immerhin Dritter, ja. Hey. Aber ich bin jetzt blöd dazu. Es war auch gerade so, in meiner Garage ist jemand umeinander gegangen, what the fuck. Ja, zufälligerweise ist GTA Buggy. Ach. Ja. Hätte jetzt daraus nicht schließen können. Kommst du gar nicht rein in meine Session? Jetzt gerade komme ich. Ich komme gerade wirklich. Also nicht wirklich, aber ins Spiel. Komme ich rein. Boah. Ich habe übrigens ausgerechnet die perfekte Verhältnis zwischen Zeit, RP und alles mögliche ist ungefähr 9 Minuten. Okay, also wir müssen pro Job 9 Minuten brauchen, plus minus ein paar. Aber wenn das du ausgerechnet hast, heißt das normalerweise gar nichts. Ja, weil man muss erst mal ein Thema aufstellen. Mathe. Was ist denn Bastelzweig? Bist du behindert, da geht schon in Bastelzweig. Wie geht man? Ah, cool, okay. Bastelzweig. Wie geht man? Mit wie? Wie geht man? Mit den Fiers. Geil. Ich bin schon alt, ich kann das gar nicht mehr. Oder ich bin einfach krank. Jetzt ist mir von der Drogenschule herunter, jetzt müssen wir das nicht machen. I've got the MG in my hands and I'm ready to use it. Jetzt pass mal auf. I will now get in my car and drive back to the truck delivery station. Ja, yes! Was so scheiße ist? Taxi!
Ich kann jetzt nicht offline gehen, aus dem folgenden Grund, weil ich warte, bis der Cyber ankommt. Nur jetzt kriege ich lauter Nachrichten von Leuten, von denen ich gar nichts hören will momentan. Weißt du, was du da musst? Du musst es essen. Stimmt, ja. Das ist mein Wort. Ja, leck mir Mosch, der hat super Throwing Skills da in GTA. Was? Super, fuck was? You! Du Arschkriecher! Geil, jetzt oh, bei, auf jetzt G öffnet. Spreng mal bitte. Herzlichen Glückwunsch. Alter, der Typ, der ballert auf mich, was geht denn da? He's bellering. Was machen wir mit Lukas? Fahren wir ein bisschen durch Gängert, ha? Ja, ist man. Fußball! Ich spiele Fußball mit Lukas. Walter macht der scheiß Hausaufgabe. Ja, ey, gleich. Wieso musst du jetzt Hausaufgabe machen? Wie lange machst du bitte schon Hausaufgabe? Oh, dem ist aber gerade nach Hause gekommen, ey. Wieso bist du denn gerade nach Hause gekommen? Nach Hause gekommen. Dann mach ich doch keine Hausaufgabe. Warte, wie viel wollen jetzt wieder? Wir nehmen seit 18 Minuten auf, das heißt. Ist die erste Folge gar. Ja, das mache ich nicht so. Wenn ein lustiger Moment drin ist, dann schnapp ich mir den aus und dann setze ich den in irgendein scheiß Video, dann wird das ganze Video lustig. Genau, ich schneid den aus und dann lasse ich das langweilige Video. Und schau, wie da mal einen lustigen Moment produziert. Den ich ausschneiden kann. Den muss man schon mal ausschneiden, ja. Da wird jetzt so ein Cut drin sein und dann tust du den Moment dann noch mal einfügen, damit man versteht, warum du gelacht hast. Ja, genau. Tut mir leid, jetzt ist es witzigste Kämmer, das sagt mir erst im Best-of, ja. Genau. Wie machen wir dann extra Best-ofs? Ja, da war jetzt ein Cut, aber das kommt dann im Best-of. Das müsst ihr nur noch zusammenfügen, genau. Welche Videos das haben. Und die Best-Offs kosten dann 2,50. Man hört dann überall gerade so ein kurz Schwarzbild und dann hört man die nur noch Locher und dann kommt das Bild wieder quasi. Genau. Weißt? Dann ja, das ist ausgeschnitten fertig. Ja, die Best-Offs verkauft man dann auf iTunes für 2,50. Das lohnt sich sogar, glaube ich. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Meine Oma kauft es bestimmt dreimal. Dreimal vorhin. Vorhin, wenn du dir zeigst, wie es geht, oder? Ja. Ich hab das ehrlich gesagt auch schon überlegt, ob ich nur die guten Sachen zusammenschneide. Das ist sau viel Arbeit, weil du nichts Gutes findest eigentlich. Stimmt, dann müssen die alles wegschneiden. Eben, dann lässt du ein Video mit 2 Sekunden, wo du einmal kurz lachst oder so. Und das war's. Das war. Und ein Schwarzbild dazu, damit man den mal absägt. Dann machst du eine Endcard dazu. Die voll genau. Gut ist, die viel besser, weil das Video ist. Genau, und alle klicken dann meine Videos und du weißt die geile Endcard sehen wollen. Genau. Und dann lachst du 2 Sekunden an und dann sagst ja, liebe Freunde, das war wieder GTA Folge 19. Und dann voll geil und Folge 675. Und du hast nur eine Folge mit 3 Sekunden oder so. Ja, genau. Genau, kann man voll geil Fake Parts in Minecraft machen. Du schneidest einfach deine ganzen Minecraft-Aufnahmen in so 2 Sekunden-Aufnahmen auf und dann hast du 1000 Parts in 5 Minuten oder so. Genau, hallo, was hat ein Gronkh dafür einen Schmarrn? Hallo, 1000 Aufnahmen, das schaffe ich auf 2 Minuten. Ja, eben. So ein Noob, ey, also na. Es gibt einfach Minecraft-Let's Player auf YouTube, die fangen mit der Folge 1000 an. Die fangen was? An, ja, damit es so ausschaut, das hätten sie schon so viel. Und dann sagen sie, ja, ich habe die alten Folgen gelöscht, ja, weil die waren nicht so gut. Und jetzt haben wir bei der Folge 1000, ja. 1000. Okay. So blöd muss echt mal sein. Mhm. Der fährt da in meinem Auto. Ich nicht. Nein, doch nicht. Du fährst, Walter, und dein Auto bleibt stehen. Er fährt so in sitzender Position weiter. Oh Gott. Macht so Autosounds. Ja, genau, so von aus der Frontscheibe, die bricht auf einmal. Ah, das schaut da vor der Mensch aus. Das Lenkrad noch vor ihm. So geil. Da macht er so. Das hast du, glaube ich, in der Aufnahme drin, oder? Wo wir mir das gemacht haben. Was? Die Sounds mit der Sprache, die Autofahr-Sounds mit Sprache. Mhm. Wo wir, weswegen wir jetzt heiser haben. Genau, das ist bei mir drin. Das müsste man unbedingt dann schicken, ne? Ja, wenn ich es nicht vergette oder wenn das Video überhaupt was wird. Wahrscheinlich ist dann einfach ein Megabyte JPEG-Datei, die öffnet und da steht dann drauf, fuck you.
Genau, das steht bei mir auch, weil wenn der Windows Media Player die Datei nicht wiedergeben kann. Fuck you. Mein Tier ist aufgegangen. Weißt du, so, wenn ich ins Auto einsteige, hol ich mir zuerst ein anderes Auto und dann fährst du mit dir oben, damit ich reinkommen musst. Ach, das ist doch schon. Du bist zwei gefahren, glaube ich. Ich weiß aber nicht. Du aber. Ja, ich bin dann noch gefahren, weil ich wollte sagen, dass zwei gefahren so schnell, ist. Geil. Das musst du mal in echt mal, ist saugeil. Ja, gibst du ab. Ja. Awesome, jetzt muss ich bei der anderen Seite aussteigen. Awesome. Awesome. Kannst du mir überhaupt erschießen? Ja. Ja, aber du bist aus. Ja. Au! Doch. Yay! Yeah. 100 Punkte für Gryffindor! 1000. Yay! Yeah. Du! Roland, du musst 100 Punkte für Gryffindor und dann so. Yay! Yeah. Yeah, für die Minions rein, du. Yay! Yeah. Awesome! Ich bin höchstleveln da. Oder hab aber am wenigsten. Ja, 15.000, so geil. Was machen wir denn? Death Metal. Yeah. Heavy Metal. Play was Music wär, very was hard. Was wär Hard Rock. Hard Rock. Fällig, ja, Hard Rock. Play Music very hard. Das ist dann, wenn man mit ganz viel Kraft seine Gitarre spielt und sein Schlagzeug so ganz verkrampft und ganz ernst. Very hard. Die stell mir gerade so vor, weißt du? Sitzt so an deiner Gitarre so. Weißt schon? Ziehst die Seiten so richtig an 3 cm oben, weißt schon? Genau. Das ist übrigens gleich gegenüber, bevor du wieder sinnlos ins Auto einsteigst. Ja, ich glaube, ich steige jetzt erstmal ins Auto, wenn ich safe bin. Deswegen war ich ins Auto eingestiegen. Stimmt. Zur Straßenüberquerung, gell? Genau. Boah, der Schrottplatz vor. So machen wir das in Low Fade. 6,5 erreicht. Ja. Ja. Das Koks wurde fallen gelassen. I'm reloading! Oida Leid. Das ist Oida Leid. Ihr hasst Oida Leid. Oida Leid hat so scheiße. Wenn man wütend ist, muss man über Oida Leid schimpfen, damit man wieder beruhigt wird. Genau. Schieben wir das Auto über den Haufen, damit der am Bomben liegt. Ah, jetzt. Ja. Danke. Wohin ist Cox? Ich möchte LOL! You're died. Wow, Roland, wie scheiße bist denn du? Boah, die Hälfte hab ich schon, leck mir mal Arsch. Ich hab das Cokes. Was ist Coke? Ich hab einmal ich so eine Folge gehabt. Und da hab ich so gesagt, so, hey, ich war doch noch full live, warum bin ich gestorben? Gut, dass ich da rum war. Warum bin ich gestorben, gell? Und dann hab ich gesehen, dann in der Bearbeitung, dass ich eigentlich gar nicht voll war, sondern nur noch so ein roter Pinöppel. Ich bin fast hier. Nein, bin ich nicht, aber egal. Ich kann dich gar nicht töten, glaube ich, oder? Doch, kannst du. Easy. Nein, kannst du nicht. Doch. Nein, kannst du nicht, ja. Ich hab jetzt in das mega safe Auto mit Koi Rall geguckt. Voll voll gegen das Auto. Oh, jetzt bin ich aufgefallen. Hi, guys. Hey, guys, I'm Walter. Walter weiter, I'm doing it. Ich bin gerade am Rohr gestanden. Jetzt flieg ich rum wie ein Flummi-Bur. Genau, und dann, ich wollte dann in der Nachbearbeitung von meiner Story von vorhin. Wolltest du da grüne Balken drüber legen oder sowas? Nein, da wollte ich dann ehrlich gesagt das so einzoomen und nochmal einen Pfeil hier machen, also dass man sagt, so, hey, ich war eigentlich low-life, sowas, also die Szene nochmal zeigen, aber damals war ich so schlecht, dass ich das nicht zusammengebracht habe. Das ist immer gut, wenn man schlecht ist. Das war so amüsant, weißt du, weil ich hab das zuerst probiert und hab das nicht geschafft, weil jetzt Blätter dazu war und dann hab ich einfach aufgegeben und hab gesagt, ach, im Scheiß drauf. Hi! Und das hast du dann eingeschrieben, oder wie? Nein, aber ich hab mir dann gedacht, ach komm, und dann hab ich nur so einen Pfeil hingemacht und der Pfeil hat dann zur falschen Zeit gepfeilt. Das war super. So geil, weißt du. Das hab ich aber erst jetzt gesehen, erst vor kurzem hab ich das einmal gesehen. Ja, ist super. Ja.
Okay, chill mal da. Ja, da kannst du mit so YouTube Annotation auch irgendeinen Pfeil machen oder so. Ja, stimmt, ja. Was ist denn A? Was ist denn A für eine Normalparabel? Once? Schon, what the fuck? Ich gar nicht. Was machst du da für Scheiße? Der trifft mich. Ja, gute Frage, ich mach Mathe! Ja, das hab ich nie gemacht. Also C, die hab ich nicht verstanden, weil ich nach unten auf den Normalparabel. Keine Ahnung, was das ist, ja? Das ist Minus. Weiß ich nicht, ich mach einfach mit der D weiter. Der Minus, einfach Minus vor AX Quadrat oder so, wie ich das war. Ich bin aber zu faul. AX BX plus. Nein, MX plus. MX plus C, oder? Kann man eigentlich noch zwei nach. Das sind ja die komischen Schachtelformen und die ganze, keine Ahnung, wie die heißt. Nein, nicht Schachtel. Was ist wirklich AX plus BX plus C, oder wie? Na, AX war der Öffnungsfaktor. AX BX Quadrat. War die. Keine Ahnung. Aber BX Quadrat. Stimmt. Ja, AX Quadrat. AX Quadrat war der Öffnungsfaktor von einer Parabel. Genau, so. Und MX plus T, das sind. Die Linien heute, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Die Geraden, oder? Geraden, ja, genau. Geraden, das ist MX plus T. Das ist Abschnitt. Genau. Hey, ich weiß das noch. Und M ist die Steigung. Hey, du sprichst gerade laute Spotify-Musik im Hintergrund, ist das nicht toll? So Product Placement. Oh, dein Telefon klingelt auch noch. Ist das nicht geil? Das ist saugeil. Lass bitte den kompletten Anruf in deinem Video. Das ist wahrscheinlich so von seiner Freundin. Ich meine, Lukas, stellen wir uns mal Front an Front und fahren wir dann. Jetzt gib Gas. Ja, ich bin stärker. Du schiebst mir ein bisschen auf Zeiten, ja. Ein bisschen, ja. Dafür bin ich schneller. Also ich bin jetzt mal Sekunden AFK. Ja, okay. Warte, ich schieb dich doch gegen, damit das nicht so ausschaut. Ah, zwei Sekunden. Okay, du bist lange AFK. Ich schieb mich jetzt mal ein bisschen umeinander, damit das nicht so ausschaut, als wäre AFK und als da immer nur durch Gegner fahren. Boah, wie das funktioniert, ey! Ah! Bin wieder da. Chill, beweg dich nicht. Ich hab's doch in einer Sekunde geschafft.